Neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Wir machen heute weiter mit ein paar Rennen, würde ich sagen. Da wir noch ein bisschen RP verdienen müssen, würde ich sagen, geht's auch quasi heute in der Nacht weiter. So. Jetzt sind wieder neue Events verfügbar, aber jetzt für uns drin. Das hatten wir noch erstmal ein bisschen hier auf der Straße, ein bisschen in der Nacht unsicher machen. Ich will ja relativ schnell Level 20 erreichen, damit wir dann immer mit der Story weitermachen können. Schauen wir einfach mal. Ja, das Rennen ist oben auf der Brücke. Wir können nämlich, hier unten sind nämlich diese Symbole mit der Karte und mit den Karten und dann alles. Das können wir erst machen, wenn wir Level 20 sind. Und das ist unser nächstes Ziel. Und deswegen fahre ich jetzt erstmal auch Level 2, die ganzen Nachtrennen. Verdienen wir natürlich auch nicht am... Deswegen werden wir werden auch nicht viel verdienen in der Nacht. Klar, das ist nur Reputationspunkte. Und die wollen wir ja brauchen. Brauchen wir ja. So, einmal Ring Racer. Wieder ein Sprintrennen, das wir ja schon mal hatten. Und diesmal spielen sie mit. Aber ich hoffe, dass wir so relativ schnell los sind. Bisschen kurz. Ja, Moment, halt. Hier sind übrigens gefühlt auch andere Fahrzeuge mit dabei und mich jagt man, okay. So, naja, wollen wir es mal. Und dann schön innen vorbeigeflogen an dem einen. Ist wieder ein Kopf, ich hoffe, dass der jetzt nicht aus der Seitengasse kommt. Doch, tut er. Ja, nicht abzuhauen. Dass du mir natürlich in meinem Rennen versaut, hau mal ab jetzt hier. Ich glaube, ich habe den aber auch schon ausgeschaltet. Die Frontalkollision hat mir natürlich extrem wehgetan. Schade, ich wollte den eigentlich noch mitnehmen. Stopp. Aber gut, wir haben noch gute... Das Rennen ist sehr lang. Sehe ich gerade mal. Wir sind gerade mal über 40%, wir haben schon über 2 Minuten weg. Also. Oh.
hat's aber auch gerade mit dem Mustang, ne? Ich glaube, den Mustang müssen wir doch nochmal holen. War ja nicht so die Planung. Na, aber mit welchem Geld? Ich habe den momentan... Oh, hau ab. Geht nur noch die Stadtautobahn. Also ich habe immer noch zwei Autos hinter mir. Mir fehlen auch so ein bisschen einige Klassiker von den alten Autobahnen. Der Honda Civic zum Beispiel, den wir ja im ersten Teil hatten, in die Fusion Underground. Dann den Acura RSX, gut, der kam immer mal wieder, aber zum Beispiel auch den Honda S2000, der fehlte mir an mir wieder. Der fehlte mir. Toyota, okay, bei denen ist es ein anderes Standing, warum sie nicht mit dabei sind. Das hat nämlich das Grund, dass viele Leute die Autos so gekauft haben, um dann irgendwelche Straßenrennen zu fahren, illegale, wie es halt in den Spielen möglich war. Und damit wollte Toyota da nichts mehr zu tun haben. Und deswegen haben die gesagt, nö, wir fahren, werden keine Lieferspitale mehr auftauchen. Finde ich schade, aber okay. Bei den Toyota Supra zum Beispiel bin ich mal sehr gerne gefahren, aber nur mal so nebenbei. So, wir haben jetzt fast 80% durch im Rennen. Polizei haben wir bisher noch keine. Also zumindest nicht mehr. Ein oder zwei hat man... Oh. Scheiße, ich hab mich vertan. Gut, dass wir ein bisschen Abstand haben. Auch so ein arschlanges Revier. Gut, der Kopf ist für mich ja da gerade uninteressant. Dann müssen wir auf Pappe gucken. Ja, das war mir fast klar, dass mir noch ein LKW hinkommt. Den konnte ich auch nicht mehr ausweichen, so schnell wie ich noch um die Kurve kann. So, 500 Meter, ich hoffe, dass das war's, dass wir jetzt keine Cops noch haben. Die Schiffe 2. So, dann fahren wir jetzt in die... Warte mal, ich guck gerade nach, ob irgendwo... müssen jetzt kommen. Ja, ich würde die jetzt gern mitnehmen. Oh nein, das ist so weit weg, das nächste. Oder da. Ne, warte mal, da unten ist eines. Die Radar. Ja. Weil ich denke, wobei ich das schade finde, dass zum Beispiel keiner Ich muss mich mal in die Stadt verpissen, das geht nicht kacken. Weil mir da gerade eine Menge Kopf entgegenkommen, die mir nicht gefallen. Der eine Hasi kommt mir noch hinterher, ernsthaft. Es ist gerade aber auch ein bisschen Trubel gerade hier um mich rum. So, dann fahre ich jetzt zurück sogar. Um mal einfach ein bisschen Ruhe zu kriegen gerade, weil die... Die Crews sind doch keine Gegner für uns. Erinnern wir sie daran, mit wem sie es zu tun haben. So, die nehmen wir mit, natürlich mit Stufe 2. Und damit geht's auf Level 19 hoch. Also Level 20 holen wir uns dann noch heute. Versuche ich zumindest heute noch zu holen. So, gucken wir gerade, ob wir noch irgendwo in der Nähe haben. Was haben? Hier unten ist noch ein Drift-File.
Das heißt, hier ist noch eins. Was haben wir hier? Brauchen wir hier? Das heißt, da muss man hin. Das war das letzte Rennen auf Hand. Wie gesagt, dann schaffen wir es heute noch auf Level 20 zu holen. Obwohl, warte, wir machen das anders. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich gucke jetzt gerade mal, wo das Rennen ist mit dem Grill. Dass wir hier in der Story ein bisschen weiterkommen. Okay, ist gerade nicht. Oder sehe ich es gerade? Ach, da oben ist es. Der Hafendüfter, das ist es nicht. Blitz, Sprintrennen. Ah. Oh. Guck grad. Aber scheinbar gerade nicht kein Story-Rennen zu sein, ne? Also das eine ja. Aber der hat gesagt, im Hafen unten ist es, muss es sein. Also hier in der Gegend, würde ich sagen. Ach, da unten ist es. Ein Freund in Not. Aber das ist. Da müssen wir hin. Gut, dann springen wir da nämlich jetzt hin und dann fahren wir das. Da gehen wir dann rüber an den Tag und werden uns ein bisschen Kohle mitnehmen. Gut, dann helfen wir mal einem Freund in Not. Ich darf das jetzt tagsüber nicht machen, oder was? Ernsthaft? Dann machen wir es nochmal neu. So. Vielleicht nur ein bisschen Schlaf. Nö, ich habe eigentlich jetzt gerade nur. Nö, alles gut. Ich habe nur was. So, gehen wir mal raus. Weil ich will ja die Kampagne. Ich will ja eine Freundin Not noch helfen heute Nacht. Und zwar hier unten. Weil es ja eine Story-Mission ist, gibt es tatsächlich. Und da das eine Story-Mission ist, wird das wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir damit mal ein bisschen RP bekommen. Warten wir mal rein. Ein Freund in Not. Hat Lukas dich nach einem Grill für ein Camaro Classic gefragt? Jo, aber ich meinte, er ist zu lange aus dem Business raus. Und ich mache nicht mit jedem Geschäfte. Kann ich dich irgendwie umstimmen? Na sicher. Aber erst musst du gegen mich gewinnen. Ja. Aha, das heißt, wir dürfen diesmal nicht mit unserem Porsche antreten, sondern mit einem geliehenen Fahrzeug. Okay, das sind ja wieder diese. Ja, alles gut, kriegen wir hin. Trotzdem. Ich versuche es schon irgendwie hinzukriegen. Jenny 2. Wir sollen das Rennen gewinnen.
Ich hoffe, du hast mehr zu bieten als dieser abgehalfterte Schrauber. Jetzt sind wir uns ein Rundkursrennen und so nebenbei. Das ist kein Sprintrennen, sondern ein Rundkursrennen. Aber wir wollten das Ding erfahren. Du bleibst nicht lange fahren! Abwarten. So, den ersten oder die erste Runde haben wir schon mal erfolgreich absolviert. Ich spiele nur Katz und Maus mit dir. Mach doch. Ist doch kein Problem damit. Okay, da stand der Kuli. Stand der gute Odell mit seinem Zinz. Pickup, warum auch immer der heute offenbar Glück. Gewonnen. Gut gefahren. Und jetzt willst du wohl den Grill, oder? Ja, tausendmal. Nie beendet, ja. Ja gut, jetzt nicht wirklich weggekommen vom Start. Warum auch immer nicht? Warte! Was zur Hölle? Ist nicht seine Schuld. Ich habe ihn weggeschickt. Was? Warum? Wie er schon sagte, ich bin wählerisch, mit wem ich Geschäfte mache. Und du bist? Die Person, die du wirklich beeindrucken wolltest. Dein Grill ist auf dem Weg zu Riveras Werkstatt. Woher weißt du, dass ich da wohne? Deine Polizeifunk-App hat noch mehr Funktionen. Tja, für mich zumindest. Du hast sie gehackt? Programmiert. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Okay. Dann haben wir einem Freund in Not geholfen, das Ding bekommen, nehmen die Reputationspunkte mit und nehmen die Kohle mit, gerne mit. Passt. So, dann nehmen wir noch schnell den Flamingo hier unten, der hier unten ist, mit. Und dann verziehen wir uns wieder in die Garage und dann ist hier heute jetzt Feierabend. Da. So. Ab in die Garage, dann haben wir's. Und dann war's das für heute wieder. Und damit ist die Nacht. Bzw. nicht die Nacht, sondern alles durch. Hey, der Grill ist eingetroffen. Also hattest du wohl Erfolg. Danke. Gerne. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Let's Play Need for Speed Heat.